Yuan hatte auf dem Fest des wahren Sehens den jungen Chen Li kennengelernt, der sich als ein Zhiyu Yisi vorstellte, ein Reiter des freien Willens. Wenn du hierher gekommen bist, sagte er lächelnd, dann willst du bestimmt ins Land der tausend Träume. Yuan nickte erstaunt. Wenn sie wolle, könne sie mit ihm zu seinem Stamm reiten, der schon lange im Land der tausend Träume lebte. Sie seien Freigeister, die all ihre Ideen und Talente ausprobieren und diese Freiheit in unglaublichen Bewegungen ausleben. Yuan war begeistert und so ritten beide sofort los zu den Zhiyu Yisi ins Land der tausend Träume.